Okay, dann würde ich sagen, können wir im Prinzip anfangen für die, die interessiert sind. Und zwar neigt sich die Konferenz ja jetzt etwas dem Ende und viele Leute hier haben sehr viel über Kryptographie und verwandte Themen gehört. Ich stelle mich mal kurz vor als Jack Random. Man kann mich auch John, Joe, Jimmy, Bernd oder sonst wie nennen. Und es geht mir jetzt ein bisschen darum, sozusagen die Leute nicht mit dem Gefühl gehen zu lassen, dass man ganz viel gelernt hat, dass man sagt, okay, die und die Programme sind gut, die und die Implementationen sind gut, die Algorithmen sind irgendwie interessant und was sie da machen, ist irgendwie ganz cool, weil ich der Meinung bin, dass vieles davon unabsichtlich auch nur sogenanntes Snake Oil ist. Und mit Snake Oil meine ich eben, dass die Leute, wenn man von etwas keine Ahnung hat, dann neigt man dazu, es als aller Welts Heilmittel sozusagen anzupriesen, wenn es in irgendeiner Form wirkt. Und es geht den Leuten gerade mit Kryptographie ganz stark so, dass halt irgendwas eingesetzt wird, es werden Mails verschlüsselt und so weiter und man denkt dann, okay, jetzt muss ich mir um nichts mehr Gedanken machen, im Prinzip kann ich jetzt Terrorist sein und es würde mich nie jemand finden. Und ich möchte gerne anhand ein paar Beispielen halt aufzeigen, inwiefern das absolut überhaupt nicht relevant ist, ob man verschlüsselt oder nicht. Und inwiefern das irgendwie die ganze Auseinandersetzung damit beeinflusst und wo man drauf achten sollte. Genau, zur Gliederung geht es halt erstmal nur um das Grundverständnis, was wir hier eigentlich erzählen. Dann ein kleines Gedankenexperiment. Wir versetzen uns in die Lage eines Geheimdienstes und versuchen quasi zu erörtern, wie würde ich denn an jemanden, über den ich Informationen haben will, wenn ich auch davon ausgehe, derjenige verschlüsselt und hat ein bisschen Ahnung, trotzdem rankommen. Und dann würde ich so ein paar übliche Angriffsvektoren, die so in der Praxis genutzt werden, was auch oft kein Geheimnis ist, ansprechen. Und natürlich auch, das ist ja auch ein Grund, warum wir das hier machen, mögliche Verteidigungsszenarien durchsprechen. Auch wenn wir in Deutschland gerne dazu neigen, diese sogenannte westeuropäische Arroganz anzuwenden auf andere, ist es ja nicht so, dass jeder Mensch in einer, sag ich mal, einem halbwegs rechtsstaatlichen System lebt. Und auch wenn man für uns sagen kann, naja gut, okay, warum soll ich denn jetzt Angst haben, vom Bundesnachrichtendienst oder sonst wem überwacht zu werden, gehe ich völlig mit, ist natürlich richtig, aber trotzdem ist die Debatte grundsätzlich wichtig, weil es natürlich auch Staaten gibt und natürlich auch Menschen, die auf Know-how und Wissen zurückgreifen müssen, was zum Beispiel hier im Rahmen eines solchen Vortrages behandelt wird. Leute, die verfolgt werden, Leute, die in Staaten leben und unter Repressionen leiden und so weiter und so fort. Und gerade auch Leute, an die man nicht beim ersten Mal sozusagen denkt. Beispielsweise Leute, die lobbyanfällig sind, hochrangige Juristen, die halt irgendwie Interessen begründen müssen und die sich auch ein bisschen schützen müssen vor externen Einflüssen. Das ist manchmal gar nicht so klar. Und natürlich auch die Whistleblower-Geschichte ist die Frage, so eine Geschichte wie Edward Snowden, wird das jemals wieder vorkommen, wenn die technischen Gegebenheiten nicht da sind, dass so jemand quasi auch im Nachhinein anonym bleiben könnte? Oder könnte man argumentieren, dass wenn die technischen Gegebenheiten da sind, dass jemand anonym bleiben kann, dass dann eben erst recht Leute dazu motiviert werden, Missstände aufzuklären, weil sozusagen die Konsequenzen nicht wie bei Herrn Snowden dann aussehen. Als kleines Gedankenexperiment sieht man das jetzt. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Oh. Chris, was hast du gemacht? Ich muss mal kurz. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich das tue. Ja, okay. Na, das ist jetzt nicht unbedingt besser geworden. Hast du eine Idee, Chris? Nee, es muss ja irgendwie die Auflösung sein, die. Ja, warte mal. Ich habe eine Idee. Ja. Nee, ich würde es halt ansonsten einfach write-off setzen. Okay, das geht auch. Muss ich halt vorgucken, aber es ist nicht so schlimm. So oder so? Ja. Das dürfte. Genau. Ja. Das ist jetzt schon mal richtig und jetzt müssen wir das nur noch hier. Jetzt habe ich hier die richtige Auflösung, hier drüben nicht. Warte mal, was hat denn das für ein. Was hat denn das Ding für eine Auflösung? Das ist 680. Ansonsten nimm das einfach nicht im Vollbild, ne, als Fenster. Ja, das ist ja im Prinzip das, was ich mache hier. Darf ich mal? Weißt du, warte mal. Warte mal. Nee, ja, es ist jetzt. So. Das sieht auch ganz gut aus.
jetzt kann ich das zwar nicht sehen, aber das ist verkraftbar. Ich weiß ja so ungefähr, was ich erzähle. Naja. Genau. Also es geht grundsätzlich erstmal darum, bei dem Geheimdienst denkt man jetzt in vielerlei Hinsicht, wenn man das so gehört hat von der Konferenz, man setzt halt irgendwie an ganz krassen Sachen an. Man entwickelt elliptische Kurven, die irgendwie verwundbar sind. Man versucht Zufallsgeneratoren in Intel-Prozessoren zu manipulieren, dass die möglichst etwas Deterministisches produzieren und so weiter und so fort. Und ich stelle hiermit eine These auf, die sagt, ja, das ist alles durchaus möglich. Die Interessen dahinter sind durchaus da. Gerade bei der NSA gehe ich völlig mit. Aber ganz ehrlich, in der Praxis, das geht alles viel einfacher und diesen Aufwand muss man sich überhaupt nicht geben, weil es kostet auch eine Menge Geld. Und wenn es rauskommt, ist es auch ein riesen, sag ich mal, Image-Schaden für so einen Geheimdienst. Das ist nämlich genau das, was jetzt gerade passiert. Und gerade klassische Ermittler, die nicht so hoch sitzen, also zum Beispiel Institutionen wie die Polizei oder die Bundespolizei, die nicht so viele Zugriffsrechte wie den Nachrichtendienst haben, nutzen dann eher sowas, was ich hier heute vorstellen werde. Wenn man jetzt mal so ganz nicht IT-haft von taktischer Kriegsführung spricht, kann man sagen, wenn man einen Gegner hat, das kann zum Beispiel für einen Geheimdienst ein Terrorist sein, das kann aber zum Beispiel auch für einen politischen Verfolgten der Staat sein oder wie auch immer rumgedreht, ist es gut, die Schwächen des anderen zu kennen. Und wenn man die Schwächen des anderen kennt, sind die Stärken dann gar nicht mehr so wichtig. So, und wenn jetzt jemand zum Beispiel ganz sehr doll verschlüsselt, dann ist es auf jeden Fall eine Stärke von ihm, da hat es ja keine Ahnung drauf, hat vielleicht noch einen eigenen Algorithmus dafür geschrieben, der nicht irgendwie öffentlich bekannt ist und, keine Ahnung, meinetwegen Bruce Schneier oder irgendein berühmter Mathematiker, kann man sagen, hat sich kryptografisch gut abgesichert. Das bringt aber natürlich nur so weit was, wie der Bezug zur Realität gewahrt werden kann. Das heißt, auch Bruce Schneier muss mal aufs Klo und auch Bruce Schneier schläft mal und wie jeder andere Mensch würde auch Bruce Schneier mal einen Fehler machen. Und man glaubt das nicht, aber man kann es sich vielleicht im Entferntesten vorstellen, Strafverfolgungsbehörden nutzen sowas aus und schlagen nämlich genau dann zu, wenn es quasi sich lohnt. Und das ist sogar so einfach und so preiswert, weil Ermittler ja sowieso das Geld kriegen, egal was gerade zu ermitteln ist, dass man sich da richtig Zeit lassen kann. Also man darf ja nicht vergessen, bei so großen Ermittlungsverfahren, wie zum Beispiel das, was gerade gegen die Deutsche Bank läuft, das läuft über Jahre. Das ist nicht so, dass da mal ein Ermittler irgendwie mal mit seinem Privatauto abhören geht, sondern das sind Prozesse, da werden über Jahre Beweise gesammelt und dann wird es ausgewertet. Und dann wartet man einfach nur, bis hier und da mal was passiert und man irgendwas in der Hand hat. Und genauso kann man das natürlich andersrum auch machen. So, und jeder macht Fehler irgendwann. Das ist also sozusagen auf einer endlichen Zeitkonstante passiert irgendwann, dass mindestens ein Fehler passiert. Und wenn zu der Zeit jemand da ist und guckt, da könnte ich ja mal gucken, was ich da machen kann, dann ist das quasi damit geschehen. Bestes Beispiel ist, man hat einen verschlüsselten Laptop und der Algorithmus und die Implementation ist erstmal völlig egal und der ist halt noch an. Und solange der an ist, muss der Computer ja irgendwie wissen, wie er auf die Festplatte zugreifen soll, weil die ist ja verschlüsselt, aber irgendwie muss der Schlüssel ja da sein. Der Schlüssel ist meistens im RAM, es gibt auch noch ein paar andere Implementationen, es gibt Ideen, den Schlüssel im Prozessor zu lassen, auch das ist, ja, ist ein bisschen schwieriger, ist eine andere Einstiegshürde, aber ist auch nicht unmöglich. Der entscheidende Punkt ist, wenn man in dem Moment zuschlägt, wo jemand gerade vorm Rechner sitzt, dann kann man da nicht viel machen. Ist jetzt ein weit hergeholtes Beispiel, aber wenn ich ein Geheimdienst wäre und ich würde über Monate jemanden irgendwie beobachten, würde ich dann zuschlagen, wenn er gerade masturbiert beispielsweise. Weil ganz ehrlich, das kriegt er nicht hin innerhalb von den wenigen Sekunden. Klingt erstmal abstrus, aber man muss sich halt wirklich bewusst werden, dass das nicht nur, sag ich mal, bei krassen Sachen Alltag ist, sondern dass das gerade auch in Repressionsländern der absolute Alltag ist bei, sag ich mal, absoluten Bagatelldelikten. Und wenn man sich überlegt, was gibt's denn so für Angriffsszenarien? Ne? Also das Erste ist natürlich, man muss erstmal überwacht werden, möglichst unbemerkt. Das kann man ja vielerlei Hinsicht machen. Eigentlich kann das jeder machen. Da braucht man keine Mittel dazu. Jeder kann sich irgendwie hinstellen und kann irgendwie WLAN-Pakete abfangen oder kann sich mit einer Satellitenschüssel vor die Wohnung stellen und versuchen, ein paar Audiosignale mitzukriegen und so weiter. Also das ist sogar nicht mal illegal in Deutschland, irgendwie das reine Abfangen von Daten teilweise. Kommt drauf an. Und jetzt ist natürlich die Frage, überwacht er nur oder hat er einen Zugriff drauf? Und bei Zugriff, das erste Beispiel, sozusagen in flagranti, das war das, was ich gerade gesagt habe, ne? Man überwacht über einen längeren Zeitpunkt und versucht halt ein Profil zu erstellen und guckt, was macht der Nutzer so, an welcher Stelle könnte ich zuschlagen, um in den Genuss eines unverschlüsselten Rechners zu kommen. Das macht man zum Beispiel bei Rechenzentren auch so, dass man eben, ja,
zum Beispiel dann kommt, wenn es gerade technische Probleme gibt und alle gerade beschäftigt sind und niemand gerade so richtig Zeit hat, sich einen Hausdurchsuchungsbefehl durchzulesen. Und dann kommt man halt mal kurz rein und sagt, du, die Server müssen wir jetzt mal kurz mitnehmen. Und dann, bevor überhaupt irgendjemand checkt, was los ist, sind die halt weg. Das wäre die erste Variante. Die zweite Variante ist noch ein bisschen langfristiger und schlauer ausgelegt. Das heißt, man überwacht unbemerkt und zugleich greift man quasi auch unbemerkt drauf zu. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade nicht zu Hause und jemand kommt zu mir nach zu Hause rein und macht das alles so, dass ich das nicht merke und modifiziert meinen Rechner. Macht da zum Beispiel einen Hardware-Keylogger drauf oder, jetzt mal ganz Stasi-DDR bildhaft gesprochen, installiert eine Wanze in meinem Zimmer. Das kann gut sein, dass ich das über 2, über 10 oder über 100 Jahre nicht merke. Es kommt ganz drauf an, wie gut es gemacht ist. Und das ist natürlich wesentlich gefährlicher, weil wenn man überwacht und Zugriff hat, dann hat man ja im Prinzip alle Möglichkeiten. Das ist ja auch das Schlimme daran, man kann eben dann nicht nur Beweise sammeln, man kann auch welche erzeugen, die eigentlich vorher gar nicht da waren. Und vielleicht auch gar nicht unbedingt zu meiner Person gehörten. Und das dann im Nachhinein nachzuweisen, ist gar nicht so einfach, auch für einen Juristen nicht. Und das Dritte ist halt so ein Ding, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört auf der Konferenz, das ist jedes Jahr wieder neu ein Thema. Social Engineering ist halt so die Idee, dass der Mensch immer das schwächste Glied ist, egal wie perfekt Technik mal wird. Und dagegen kann man auch nichts machen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein kleines Rechenzentrum mit einem Fachinformatiker, der 3 Jahre Ausbildung gemacht hat, der jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen naiv, aber der auf die Situation nicht vorbereitet ist. Und da kommt jetzt jemand und sagt, hi, wir sind von RTL, wir machen gerade so Führung durchs Rechenzentren. Und wir wollten mal fragen, irgendwie, ja, naja, Chef ist nicht da, ich weiß nicht, ob das okay ist. Ja, sie kriegen auch Geld dafür und so weiter. Mal ganz ehrlich, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs reinkommen? Die ist extrem hoch. Und das ist ja auch, ist Ulf gerade da? Ja, genau. Ulf ist gerade draußen, der hat ja auch vorgestern oder gestern dieses YouTube-Video gezeigt, wo er im CCC Darmstadt quasi in den Hackerspace sich Zugriff verschafft hat und dann ein YouTube-Video davon gefilmt hat. Und daran sieht man halt auch, dass das völlig unabhängig von Hackerskills ist. Das ist einfach eine menschliche Schwäche, die immer dasteht. Und gegen Social Engineering kann man auch nichts machen, außer Training und Psyche und irgendwie hinterfragen. Aber schön ist es halt auch nicht, weil wenn man zu viel drüber nachdenkt, wird man paranoid und vertraut nicht. Und Vertrauen ist was ganz Wichtiges unter Menschen. Und man muss da immer versuchen, eine Mitte zu finden. Zu den üblichen Angriffsvektoren. Genau, ich muss immer ein bisschen hochgucken, weil ich die Folie hier nicht sehe. Was halt so gemacht wird und was auch kein Geheimnis mehr ist, was auch jetzt nicht unbedingt über NSA-Leaks irgendwie rausgekommen ist, sondern was einfach Usus ist, sind zum Beispiel DMA-Attacken. DMA-Attacken stehen für Direct Memory Access. Und es ist das, was ich vorhin kurz angeschnitten habe. Man hat eben einen Computer, der ist verschlüsselt und irgendwie muss der Schlüssel ja während der Laufzeit gespeichert werden. Es geht sogar so weit, dass wenn man den Computer zumacht und in den sogenannten Sleep-Modus geht, dann bleiben die RAMs an. Das ist auch genau der Effekt, du machst den Rechner wieder auf und er ist wieder an dem Punkt, wo er vorher war. Das heißt, alles wird abgeschalten, der Prozessor wird abgeschalten, das Mainboard an sich so halb bis auf die RAM-Steckplätze sozusagen. Aber der Arbeitsspeicher verbleibt drin. Und Arbeitsspeicher ist ein flüchtiger Speicher. Das heißt, der ist halt so lange lesbar, plus, keine Ahnung, 30 Sekunden, es kommt immer auf die Bauweise drauf an und wie warm es gerade ist, wie halt Strom drauf ist. Und sobald kein Strom mehr drauf ist, flüchtig ist halt. Festplatte zum Beispiel ist kein flüchtiger Speicher oder ein Bandlaufwerk. Da kannst du halt auch 10 Jahre keinen Strom drauf liefern und trotzdem kann man die Daten noch lesen. Und das Problem bei DMA-Attacken ist, es ist halt einfach praktikabel, seinen Rechner irgendwie in Sleep-Modus zu haben, weil niemand, ganz ehrlich, niemand macht irgendwie früh nach dem Frühstück seinen Rechner aus und macht ihn dann in der Uni wieder an. Allein schon deshalb, weil dann alle Fenster, die du offen hattest, wieder weg sind. So. Und es gibt zwar Programme wie Chrome oder Thunderbird, die dann die Fenster wieder herstellen, aber das ist ja Programmsache. Was du aber eigentlich haben willst, du willst deinen Rechner zumachen an dem Punkt, wo du aufgehört hast zu arbeiten und willst genau wieder weitermachen, wo du irgendwie aufgehört hast. Und das geht halt am besten mit dem Sleep-Mode und das ist genau das Ding. Diese Attacke ist an sich schon bekannt, seitdem es überhaupt die Idee gibt. Das müsste schon ungefähr 10 Jahre sein. Aber so richtig was gemacht dagegen hat man nicht, bis es exzessiv ausgenutzt wurde. Da können wir auch gleich dazu kommen, genau. Es gibt eine Open-Source-Software, die heißt Inception, so wie der Film. Das ist auch so ein bisschen an den Film angelehnt, weil man quasi durch verschiedene Ebenen immer tiefer in den Speicherbereich vorgreift. Inception funktioniert grundsätzlich mit allem. Es funktioniert mit BSD, mit Linux, mit Windows, mit Windows XP, mit Windows 7, mit Windows 8, mit Mac OS.
An sich mit allem, in den neueren Windows ab 8.1 und in den neueren Macs ab 10.7 oder 10.8 ist zumindest, und in neueren Linux-Kerneln auch, ich glaube ab Kernel 3 irgendwas, ist zumindest die Funktion enthalten, dass DMA-Requests verneint werden, wenn der User gelockt ist. Also wenn sozusagen, das sind ja zwei voneinander unabhängige Prozesse. Das eine ist, man macht seinen Rechner zu, macht ihn wieder auf, und das andere ist, man meldet den Nutzer ab und meldet ihn wieder an. Und wenn der Nutzer abgemeldet wird, dann kann das Betriebssystem, wenn es irgendwie einigermaßen schlau ist, zumindest diese Encryption Keys kurz, sag ich mal, wipen, bis man dann das Passwort wieder eingibt. Ist auch eine Entwicklung, die gibt's jetzt erst seit also ein, zwei Jahren. Und ganz ehrlich, die Software-Alternative dazu ist auch jetzt nicht so, dass das absolut dingfest ist. Also man kann immer noch dann, selbst wenn der User gelockt ist, kann man immer noch den Speicher unter Umständen, wenn man eine Sicherheitslücke ausnutzt, beschreiben. So, das ist zum Beispiel auch in dem dritten Beispiel Tresorhand. Tresor war ein Projekt der Uni Bochum, glaube ich. Da ging es darum, diese DMA-Attacken zu vermeiden, indem man eben die Verschlüsselungskeys nicht im RAM behält, sondern innerhalb des Prozessors. Weil man einen Prozessor nicht so leicht ausbauen kann und es auch nicht so einfach ist, da irgendwie da mal kurz, flüssigen Stickstoff draus zu hauen oder wie auch immer. Aber auch da kann man über DMA-Attacken beispielsweise die Encryption-Keys wieder dort rausholen und irgendwie auslesen. Ich habe das probiert mit Inception, es funktioniert überraschend gut. Man muss sich halt überlegen, wenn man so guckt, was durchs Internet surft, also wie viel Mac 10.6 unterwegs sind, wie viel 10.7, wie viel Windows XP und so weiter, kann man grob sagen, über 70% aller weltweit gebauten Rechner sind für Inception angreifbar. 70% ist an sich immer noch ein guter Wert, wenn man bedenkt, wie lange das Problem schon bekannt ist und wie wenig dagegen gemacht wird. Auch weil man von Hardware-Seite nicht so viel dagegen machen kann. So. Es wurde dann was gemacht, und zwar von Intel und von AMD. Gibt's dann halt ein sogenanntes Instruction Set, beziehungsweise eine sogenannte Extension für CPUs. Ist, ja, ich will jetzt nicht zu technisch werden, ist an sich teilweise für was ganz anderes gedacht, nämlich für Virtualisierungsdurchgebung oder wird zumindest dafür verwendet, ist aber auch ein sinnvoller Schutz irgendwie vor DMA-Attacken. Neuere Laptops haben das drin, aber auch das ist wieder so eine Sache, weil das muss erstmal im BIOS aktiviert werden und selbst wenn es im BIOS aktiviert ist, muss die Software quasi auch darauf zurückgreifen. Das heißt, das muss miteinander spielen und selbst wenn man einen neuen Laptop hat, wo meinetwegen VTD aktiviert ist, man hat aber ein altes Linux drauf oder Windows XP oder macOS 10.6, ist es genauso anfällig, weil sozusagen die Funktion nicht genutzt wird. Genau, was oben noch als Beispiel mit FinFireWire, ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr alle schon mal von FinFisher gehört, das ist so diese große, Gamma Systems oder wie sie heißen, eine große englische Firma, die eben, sag ich mal, ein großer Auftragsnehmer für Staaten ist, um irgendwie Trojaner herzustellen, ist dieselbe Idee wie Inception. Es ist davon auszugehen, dass es das viel eher gab, weil das ist immer so, erst kommen die Staaten, dann kommen irgendwie die Unis und sagen, wir haben da mal was geforscht und dann gibt's ein Open-Source-Projekt und ja, wir haben es dann gemerkt, dass es schon Ewigkeiten ausgenutzt wird. Und der einfachste Weg, diese DMA-Attacken zu verhindern, vor allen Dingen das Schöne an dem Weg ist, es ist halt völlig unabhängig davon, wie alt das Betriebssystem ist und es ist völlig unabhängig davon, wie alt die Hardware ist und was der Prozessor mitmacht und was nicht. Es ist sozusagen die Idee, man suspendet to disk und nicht to RAM. Das ist jetzt, ja, wie erklärt man das schön? Ich habe ja gesagt, wenn man den Laptop zuklappt, wird sozusagen alles ausgemacht, bis auf der Arbeitsspeicher und dort bleibt sozusagen der Speicher genauso, wie er ist, drin. Der Arbeitsspeicher an sich verbraucht nicht viel Strom, deswegen kann man den Laptop zugeklappt auch noch echt so ein paar Stunden, Tage betreiben. Irgendwann ist aber auch leer. Wem das mal passiert ist, dem ist vielleicht aufgefallen, dass wenn er dann auch leer ist, tatsächlich alles weg war. Weil, wenn RAMs sind halt flüchtige Speicher und dann kann es durchaus sein, du hast ein Fenster offen gehabt mit irgendeiner Textdatei drin, die hast du halt zwischendurch nicht gespeichert und dein Laptop lag dann 3 Tage lang in der Tasche zu Hause, weil es war irgendwie schönes Wetter und warst du mal draußen. Und dann machst du das Ding wieder an und es geht halt nicht an, steckst du erstmal ans Ladegerät, denkst dir, okay, war alle und machst das Ding wieder an und dann sind halt alle Fenster weg. Das ist genau der Effekt, der bei Suspend-to-RAM entsteht. Dadurch geht's aber halt schnell. Bei Suspend-to-Disk wird sozusagen der RAM-Inhalt, der halt eben ungefähr so groß ist wie der RAM selbst, hat man jetzt zum Beispiel 2x4 GB Riegel drin, sind es halt 8 GB und ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Speicher gerade belegt ist, aber es werden auch teilweise ungenutzte Bereiche mit aufgeschrieben.
Und dann dauert es halt eine Weile. Und wenn man eine alte Festplatte hat, 8 Gigabyte schreiben, kann schon, ja, ein paar Sekunden dauert es schon. Man klappt den Laptop zu und bis dann quasi die LED blinkt oder leuchtet, wie auch immer, dass man halt merkt, okay, er ist jetzt im Sleep, der Lüfter geht aus, vergeht schon teilweise wesentlich mehr Zeit als beim Suspentoram. Warum das aber jetzt eigentlich interessant ist, ist, es gibt ja jetzt schon seit einer ganzen Weile SSDs und SSDs haben dieses Problem quasi so ein bisschen obsolet gemacht, weil SSDs sind schnell genug, dass man innerhalb von, ja, ich sag jetzt mal, 5 Sekunden dauert bei mir ungefähr, dass ich die 8 Gigabyte RAM, die ich habe, irgendwie auf die SSD schreibe. Und die ist verschlüsselt, das heißt, da ist nochmal ein Overhead dazwischen, dass halt irgendwie das nochmal verschlüsselt wird und so weiter. Der ist eh gering, aber ja, das ist halt praktikabel. Und das Schöne ist natürlich auch, bei SSDs hat man das Problem von Bewegung nicht. Das heißt, selbst wenn man den Laptop zuklappt und währenddessen schon irgendwie in die Tasche schwartet, dann ist das gerade bei Festplatten ein Problem, weil da wird eben noch geschrieben, der Schreibzyklus ist noch da und es findet eine Bewegung statt, da ist irgendwie eine Beschleunigung innerhalb des Festplattengehäuses, kann echt schief gehen, ist bei SSDs eben nicht der Fall. Ich kann auch nur jeden aus so vielen Gründen raten, nie wieder eine Festplatte zu kaufen und nur noch SSDs, weil die sind mittlerweile so billig geworden, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht, eine normale Festplatte zu kaufen. Und das, was da, naja, für Speicherzwecke auf jeden Fall, aber mobil nicht so. Und was da drunter so schemathaft aufgezeichnet ist, soll halt sozusagen für die, die es verstehen, ist jetzt auch nicht so wichtig, ich kann das auch danach nochmal einzeln erklären. Das ist sozusagen ein Layout oder eine Idee, wie man Suspend-to-Disk machen kann, dass es verschlüsselt ist und dass quasi diese DMA-Attacke definitiv nicht möglich ist. Zumindest nach den, sag ich mal, 30 Sekunden, nachdem der RAM dann kalt ist, fertig aus. Und die Idee ist, man braucht auf jeden Fall eine Boot-Partition, weil wenn die ganze Festplatte verschlüsselt ist, dann ist ja nichts da, was man booten kann, ohne dass der Rechner weiß, was er booten soll. Das heißt, man braucht erstmal eine kleine Partition, dort ist der Linux-Kernel drauf, der guckt dann auf der verschlüsselten Partition, das ist dann der Lux-Container, der macht die auf, da ist ein LVM drin, wie erklärt man LVM? Quasi nochmal sowas ähnliches wie eine Partition, aber flexibler in der Handhabung. Und das LVM besteht dann eben aus dem Hauptbetriebssystem oder dem Hauptdateisystem und dem Swap. Und der Swap ist im Prinzip nichts weiter als der Bereich der Festplatte, wo der RAM hingeschrieben wird. Deswegen muss der Swap auch mindestens so groß sein wie der RAM. Weil was halt nicht gut ist, wenn man irgendwie 8 GB RAM hat und man hat 4 GB Swap und man hat dann irgendwie 6,5 gerade belegt und versucht dann 6,5 GB RAM-Speicher in eine 4 GB Swap-Partition zu schreiben. Das wird schief gehen, weil an irgendeiner Stelle weiß er nicht mehr, wo er schreiben soll, ohne was zu überschreiben. Genau. Und der große Vorteil an der Sache ist halt, man hat sozusagen durch Software das Ding gelöst. Es ist auch völlig egal, was da noch für Ideen kommen, um DMA-Attacken irgendwie auszuweiten. Man ist halt insofern dagegen geschützt, weil faktisch ist dein Rechner aus. Und es ist auch nichts mehr an. Auch die RAMs sind nicht mehr an und der kann auch so monatelang irgendwie da liegen. Und wenn du ihn wieder anmachst, dann bootet der halt den Kernel und der Kernel sucht dann quasi das Image und schreibt es dann zurück in den RAM und dann ist es halt so, als hättest du den auf und wieder zugemacht. Das ist der Vorteil davon. Das geht natürlich mit Windows und mit Mac auch, aber ja, ich bin jetzt nicht so der Windows- und Mac-Typ, keine Ahnung. Das zweite Angriffsszenario ist, finde ich, am gruseligsten, weil ich selber überrascht war, was nach dem heutigen Stand der Forschung so möglich ist. Weiß jemand von euch, was ein Keylogger ist? So grob. Halt, das ist ein Programm, was irgendwie Tastaturanschläge mitschneidet. Und das kann ja, das reicht ja völlig aus, um alles zu machen. Ja, so ein Programm, was irgendwie alles mitschneidet, ist ja genau das, ist der Traum eines jeden Hackers quasi. Mehr brauchst du nicht. Naja, man denkt immer so, gut, was mitschneiden ist ja nicht so einfach. Aber ganz ehrlich, die Entwicklungen sind gruselig. Also, akustisch beispielsweise, wenn du ein Programm oder einen Algorithmus, in die Algorithmen gibt's, trainierst auf das Verhalten eines einzelnen Nutzers, wie er tippt. Das ist tatsächlich relativ deterministisch. Gerade so Leute, die viel tippen, tippen immer mit derselben, also mit demselben Finger, dieselben Tasten, auch immer mit einem ähnlichen Druckpunkt. Das heißt, du kannst anhand des Sounds der Tastatur, und natürlich, wenn es auch immer derselbe Rechner ist und immer dieselbe Tastatur, nach einer gewissen Zeit mit so 80-90% Treffsicherheit hören, was er tippt. Und das ist natürlich immer ein bisschen abhängig, wie gut hört man in dem Raum, wie weit muss man weg sein und so weiter. Aber das ist schon mal mit Gegenmaßnahmen gar nicht so einfach, weil jeder, der versucht hat, sag ich mal, hauptberuflich mit einem Touchpad zu schreiben oder mit einer Lasertastatur, wird feststellen, dass eine richtige Tastatur unverzichtbar ist für Menschen, die viel tippen. Und zu versuchen, sein eigenes Tippverhalten irgendwie unvorhersehbar zu machen, es wird nicht funktionieren.
Das heißt, da ist wieder mal so ein Fall, wo man sagt, okay, ich kann halt in meinen Betonkeller gehen und dort meinen Computer benutzen, da kann mich anscheinend keiner hören. Das zweite Ding ist mindestens genauso gruselig, und zwar einfach nur durch quasi Emissionen, also durch elektromagnetische Wellen, die beim Tippen von Tastaturen entstehen, ist ja ganz feinfühlig. Es gab Studien von Schweizern, die haben das hingekriegt, innerhalb, also in 20 Meter Distanz ohne Zugriff auf die Tastatur, das komplett quasi mitzuschneiden. Natürlich, wenn halt nur einer schreibt, ne, andere würden das ja stören und so weiter. Aber allein schon das ist, ja, dann doch, es wirft uns neue Fragen auf, weil das so Sachen sind, die nichts mit Kryptographie zu tun haben und so Sachen sind, die trotzdem alles aushebeln und wo niemand was dagegen machen kann erstmal, bis man irgendwas Cooles gefunden hat. Optisch ist klar, ich meine, man kann immer halt überwacht werden bei seiner Tastatur. Das ist ja, wenn man zum Bankautomaten geht und seine PIN eingibt, auch so. Da kann man wenigstens so ein bisschen drauf achten. Man kann schauen, ist hinter mir eine Kamera, steht hinter mir jemand. Das mag mal noch vermeidbar sein. Aber die ersten zwei Sachen und insbesondere auch das vierte jetzt, sind halt selbst für technisch begabte Leute gar nicht so einfach zu vermeiden. Und das, der neueste Schrei sind sozusagen die Smartphone-Sensoren. Also die Sensoren von Smartphones werden immer filigraner. Man hat da halt einen Accelerometer drin. Gerade auch, dass man irgendwie Google Maps rausholt und man weiß halt wirklich genau, also so Zentimeter genau, wo guckt man gerade, in welche Richtung. Der Kompass ist halt ziemlich genau drin und auch der Beschleunigungssensor, dass man, keine Ahnung, Need for Speed so hier spielen kann und nicht seine Finger benutzen muss. Und die sind mittlerweile so genau, dass es funktioniert, wenn man ein Smartphone neben einen Rechner legt, auf zum Beispiel einem Holzschreibtisch. Dann kann allein durch die Vibration der Druckpunkte mit 80%iger Nahrungsgenauigkeit, natürlich nach Training des Algorithmus, ne, aber das Training ist so, ich glaube, was haben Sie gesagt in der Studie? 1000 Worte sozusagen, die aufgenommen sind und durch die Druckpunkte registriert und wo man dann auch weiß, was das für Worte waren. Damit trainiert man den Algorithmus und das reicht schon aus, um eine 80%ige Genauigkeit hinzukriegen. So. Und was bringt dir die stärkste Verschlüsselung, wenn du irgendwo in einem Raum sitzt und jeder im Prinzip deinen Schlüssel mitlesen kann oder abhören kann? So. Und man sieht halt schon, was ich drunter geschrieben habe, die Gegenmaßnahmen sind, naja, nicht so, dass da irgendwas Tolles dabei wäre. Das Einzige, was mir halt einfällt, man muss Tastaturhersteller und Hersteller von Tastaturen bei Laptops dazu bewegen, zu versuchen, das alles so ein bisschen ja abzuschwingen und halt möglichst nicht mehr so erkennbar zu machen. Aber es wird sicherlich dauern, bis da Technologien entwickelt sind. Und auch das ist wieder etwas, das hört man halt nirgendwo. Also das erzählt ja mir ja auch keiner. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Absicht, weil die öffentliche Wahrnehmung kann schon gern darauf getrimmt sein, dass sie doch bitte an den Verschlüsselungsalgorithmen rumwiemeln, weil solange das funktioniert, wäre mir das als Geheimdienst völlig egal, was sie verschlüsseln. Was ist eine Frage? Ja. Ganz kurz dazu, weil es jetzt gerade hier hinpasst. Ja. Es wurden früher schon abhörsichere Schreibmaschinen hergestellt, weil die genau das gleiche Problem hatten. Ja. Und es gibt, ich habe jetzt einen Hersteller vergessen, aber es gibt mechanische Tastaturen, die quasi auch leiser sind, weil die, ich sag mal, die alten, die man da vielleicht noch von IBM oder so kennt, die sind ja mörderlaut, die klingen wie Schreibmaschinen. Ja. Es gibt jetzt neue mechanische Keyboards, die sind wesentlich leiser und da wurde auch mit drauf geachtet bei der Entwicklung, dass die Tastenanschläge gleich klingen. Hm. Das ist natürlich bei dem unterschiedlichen Druckpunkt immer noch ein User-Muster sozusagen. Naja. Ja. Aber ist ja schon mal gut, dass es so eine Entwicklung überhaupt gibt. Aber wie lange wird es wohl dauern, bis im Standard 500-Euro Laptop von Mediamarkt sowas verbaut ist? Also wahrscheinlich 10 Jahre mindestens. Genau, dann haben wir noch so das ganz klassische Angriffsszenario, das ist eigentlich nichts Neues, das haben wir wahrscheinlich auf der ganzen CryptoCon 100-fach gehört, die sogenannte Man-in-the-Middle-Attack. Das ist auch sowas, das hat schon was mit Kryptographie zu tun, aber es ist nicht so, dass Kryptographie das effektiv verhindern kann. Es ist eher so ein Henne-Ei-Problem. Wenn du halt nicht weißt, mit wem du kommunizierst und die nicht vorher Authentizität, sag ich mal, sichergestellt hast, hast du immer die Gefahr, dass jemand dir in die Leitung krätscht und sagt, hier, ich bin eigentlich Google oder sonst wer. Und gerade die NSA, die auch mal schnell ein Zertifikat ausstellen kann, das haben wir ja gemerkt, das wurde ja dann auch irgendwie geleakt, was halt offensichtlich von Google kommt. Du hast halt keine Chance, irgendwie wirklich zu prüfen, ist es jetzt der oder ist es nicht der. So, ich gehe dann später trotzdem noch so auf mögliche, sag ich mal, Verteidigungsszenarien ein, aber es ist nicht so, dass irgendwas davon absolut perfekt wäre. Genau, und wenn man sich überlegt, was mittlerweile alles rausgekommen ist, also aus der Firmware von Routern, auf der Firmware von Festplatten und so weiter und so fort,
ist dieser Man-in-the-Middle-Antrieb ja nicht mehr, also weit nicht mehr so wie früher, dass man gesagt hat, man kann mit ganz, ganz viel Aufwand irgendwie im Keller irgendwie ein Loch bohren und da kommt jemand von der NSA und es steckt da ein Kabel an. Es ist ja überhaupt nicht mehr so, ist ja überhaupt nicht notwendig. So, du rufst einfach an bei Kabel Deutschland oder sonst wo und sagst, hier, macht mal. Und die müssen das halt und die müssen das nicht mal sagen, weil die haben ja Geheimpflichtungsverfahren und so weiter und so fort. Ja, es ist schon ein bisschen gruselig, weil du kannst ja auch keine Hardware kaufen, die irgendwie nicht anfällig dafür ist. Genau, und dann hätten wir halt noch das Social Engineering, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wie schützt man sich dagegen? Also wie schützt man sich dagegen, dass irgendwie man einen Anruf bekommt, wo man sagt, hier ist die Telekom, wir haben da ein Problem mit ihrer Leitung festgestellt und dann kommt halt irgendwie ein Mensch, der ist wirklich von der Telekom oder sieht zumindest so aus, man kann das ja nicht so richtig nachprüfen, die haben ja keinen Dienstausweis. Und er sagt dann, ich muss ja mal kurz das und das, Kupfer, keine Ahnung, hat einen Waschbär durchgebissen, was weiß ich. Dann stehst du halt da und sagst, okay, woher weiß ich denn jetzt irgendwie, dass das der Telekom-Mensch ist oder nicht? Und selbst wenn du danach anrufst bei der Telekom und sagst, da war heute ein Mensch bei mir, war das der? Kann es doch sein, dass die NSA das Signal interceptet oder irgendwer anders? Und dann der gleiche Typ rangeht und sagt, ja, ja, das war richtig so, das war ein Auftrag von uns. Wie prüft man es nach? Und was es natürlich auch gibt und was auch so ein allgemeines Ding ist, aber man muss es halt dazu erwähnen, jegliche Exploits von Software machen natürlich auch jegliche Kryptographie kaputt. So, also was bringt dir die stärkste Kryptographie, wenn du halt einen Trojaner auf dem Rechner hast, der die ganze Zeit guckt, was du machst und die ganze Zeit loggt. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen niedlich, wenn dann Leute Windows XP verwenden und Internet Explorer, aber dann halt da so ein TrueCrypt drumherum bauen mit irgendwie Dreierkaskaden, AES, Serpent, Two-Fish-Verschlüsselung und jedes Mal eine halbe Stunde ihr Passwort eingeben, weil es 100 Stellen hat. Aber also das ist halt dann irgendwie so nicht der Punkt, weil ja es reicht ja völlig aus, wenn ich auf dem Rechner sitze, dass ich im Prinzip so gut wie alles damit machen kann, inklusive Passwort auslesen aus dem Speicher. Ja, da ist die Gegenmaßnahme, naja, man kann halt sich überlegen, brauche ich wirklich diese ganze Software, brauche ich die Ask-Toolbar, möchte ich den Registry-Cleaner von unseriöse Firma X wirklich unbedingt haben, bringt mir das Geschwindigkeit für mein Windows-Betriebssystem, oder kann ich tatsächlich darauf verzichten, weil es gilt schon so ein bisschen das Gesetz, gerade bei proprietären Betriebssystemen wie Windows, die halt nicht aufeinander abgestimmt sind, wo jeder Softwarehersteller so ein bisschen sein eigenes macht, umso mehr drauf ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt irgendwo nicht nur Lücken entstehen, sondern auch ausgenutzt werden. Gerade sowas wie Flash und JavaScript, ja, also ja, Flash und Java, JavaScript ist nochmal eine andere Geschichte, aber an sich auch ein Einfallstor. Wenn man es nicht braucht, kann man es vermeiden. Wenn man es braucht, sollte man es nur so viel benutzen, wie man es braucht. Genau, so. Und jetzt kommt so ein bisschen das Metaproblem. Wenn man halt weiß, dass man von anderen Leuten belauscht wird, dann ist es ja ganz gut, weil es ist halt besser, als wenn man es nicht weiß und trotzdem belauscht wird. Jetzt ist aber das Problem, wie kommt man denn überhaupt in diesen Zustand, dass man das mitkriegt? Es ist ja auch nicht so, dass Geheimdienstmitarbeiter jetzt irgendwie so sagen, ha, guck mal, ich höre hier deine Wohnung ab. Also was ist der notwendige Schritt? Eigentlich muss man sich selbst überwachen. Eigentlich muss man gucken, steht in meiner Wohnung alles noch so wie vorher? Ist auf meinem Rechner irgendwas anders? Sind die Logs in meinem Router so, dass sich da irgendein anderes Gerät damit verbunden hat und so weiter und so fort? Es kommt natürlich darauf an, ob man in der Position ist, dass man diese Paranoia haben darf oder muss oder nicht. Aber es gibt Leute, bei denen ist es so. Ich erinnere mich zum Beispiel an den 30C3 vorletztes Jahr. Da war Jacob Applebaum Redner und der ist der Chefentwickler von Tor, der lebt mittlerweile in Berlin. Der hat solche Probleme. Und der muss sich genau überlegen, wenn ich nach Hause komme, keine Ahnung, er hat keine Ahnung, wie viele Alarmanlagen im Zimmer und hat dann aber trotzdem behauptet, kann man jetzt natürlich sagen, okay, der ist halt paranoid, kann auch sein, aber er hat halt behauptet, es hätten Dinge anders gestanden, als er sie verlassen hat. Er hat Fotos davon gemacht, vorher, nachher, und zwar anders, und trotzdem hat kein seiner Alarmanlagen ausgeschlagen. Das ist jetzt bei Jacob Applebaum mal noch irgendwie so, dass man sagt, naja gut, ist ja immer noch Deutschland und so weiter. Aber stellen Sie sich halt die Situation mal vor, für jemanden, der in China, keine Ahnung, oder irgendwo anders Missstände aufklären will, seit Jahren will aussteigen aus irgendeinem System, was macht denn der? So, also ne, ist halt nicht so einfach. Und jetzt kommt das sehr lustig formulierte Problem. Also, man wird belauscht. Man bekommt mit, dass man belauscht wird. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Man will ja nicht, dass derjenige, der einen belauscht, mitbekommt, dass man mitbekommen hat, dass man belauscht wird. Ne? Ich habe es da nochmal schön aufgeschrieben.
Es ist absichtlich so formuliert, weil es so ein bisschen auch auf die Witzigkeit des Ganzen hinweist, weil du halt gar keine Wahl hast. Also wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwas am Gange, was willst du denn machen? Du kannst ja nicht irgendwo anrufen und kannst sagen, ich habe hier das Gefühl, ich würde da gerne mal so ein Überprüfungsverfahren einleiten. Sondern du musst halt gucken, wer dich belauscht. Und wenn du das tust, musst du verdammt vorsichtig sein, weil wenn du schon die Vermutung hast, weißt du ja, das könnte Konsequenzen haben, wenn man das rausfindet, dass du es rausfindet und so weiter und so fort. Nächstes Metaproblem. Wenn ich jetzt diese Vermutung oder dieses Wissen habe, was mache ich denn jetzt weiter? So, ich weiß ja nicht, was der will, oder es muss ja auch kein Geheimdienst sein. Es kann ja auch sein, ich arbeite bei der Lufthansa, habe Firmengeheimnisse mit mir rum und da steht immer so ein Typ irgendwie vor meiner Wohnung und es ist mir alles ein bisschen gruselig und ich habe auch so ein bisschen Schiss, weil der könnte mich ja auch erschießen oder was weiß ich. Es ist nicht so, dass das nicht passiert. Es ist nicht so, dass Privatunternehmen sich nicht gegenseitig ausspionieren und dass da keine riesigen wirtschaftlichen Interessen dahinter stehen. Und es ist natürlich auch, ja, gerade bei Lobbyismus und so ein schwieriges Thema. Wer prüft was nach, wer sozusagen mit wem redet und was sozusagen so kommuniziert wird. So, und diese Frage finde ich relativ entscheidend, deswegen will ich da auch ein bisschen intensiver drüber reden, weil es sozusagen schon Möglichkeiten gibt, die man hat, dass man, selbst wenn man sich bewusst ist, dass man eventuell überwacht werden könnte, von wem auch immer, kann man trotzdem ein bisschen kreativ sein und sich Sachen überlegen, die es schwer machen, im Nachhinein festzustellen, dass das irgendwie so gewollt war. Beispiel. Es gab mal einen Typen, der hat Bitcoin-Wallets auf Schallplatten gepresst, auf Vinylplatten. Ich fand die Idee super gut, weil das natürlich steganographisch funktioniert. Also du kannst ja irgendwie eine Bob Marley-Platte nehmen und die ist abspielbar. Also du arbeitest quasi in Frequenzbereichen, die sowieso nicht hörbar sind. Das heißt, die Schallplatte ist an sich, wenn du die einlegst, nicht unterscheidbar. Natürlich könntest du jetzt gucken, wie sieht die ab Werk aus, machst eine mikroskopische Aufnahme davon, vergleichst sie und sagst, hier ist noch irgendwas im Nachhinein reingemogelt worden. Aber ganz ehrlich, bei einem Schallplattenregal von 450 Vinyls und wenn du halt keine Idee hast, dass das so sein könnte, kommst du gar nicht drauf. Ist zum Beispiel ein super Weg, um über lange Zeit Bitcoin-Wallets sicher zu storen. Also jetzt, wo ich das euch erzählt habe und es irgendwo im Internet erscheint, ist es natürlich ein beschissener Weg. Aber es ist eher so motivierend, dass man sich eben solche Dinge selber auslegen kann und da gibt es wirklich viel Freiraum. So. Oder das zweite Ding ist absichtlich kindisch gewählt. Wahrscheinlich kennt jeder diese Geheimtinte aus der Mickey Maus, die quasi nur unter einem bestimmten Licht leuchtet. Das ist auch sowas. Wenn ich jetzt in die Uni-Bibliothek gehe, was habe ich geschrieben? Die theoretische Wirkung des Cannabis Sativa, ja genau. Und ich gehe jetzt in die Uni-Bibliothek Leipzig und schreibe da irgendwas rein. Und jemand anderes weiß halt zufällig, dass ich dort was reingeschrieben habe und mit der UV-Lampe und so weiter und so fort. Für einen Geheimdienst, der nur die Metadaten hat, der nur sieht, ich gehe in die Uni-Bibliothek, ich gehe wieder raus, der vielleicht sogar in den Kameras irgendwie sieht, dass ich in der Uni-Bibliothek ein Buch lese oder was weiß ich, ne? Der aber auch irgendwie nicht, also der, wo kein Profil zu erkennen ist, wann ich, um welche Zeit, ich leite das Buch ja auch nicht aus, ich gehe ja immer nur dorthin und schreibe da rein und so weiter und so fort. Es ist durchaus eine Möglichkeit, versteckt sozusagen, obwohl man weiß, dass man überwacht wird, zu kommunizieren. Und es sind auch alles nicht Ideen, die von irgendwoher kommen. Zum Beispiel auch im Knast, also im Gefängnis, hat man sich auch genau solche Sachen überlegt, weil man ja wusste, Briefe werden gelesen, irgendwie wusste man, man wird überwacht und da kommen genau solche Gedanken auf, dass man eben überlegt, wie kann ich denn jetzt mit Person X kommunizieren, ohne dass die anderen das mitkriegen und ohne dass ich davon Nachteile habe. Und das dritte Beispiel ist eher so ein Beispiel zur Speicherung von Daten. Man nehme sich etwas, was oft existiert, zum Beispiel eine Bibelübersetzung. Es ist davon auszugehen, dass selbst wenn man irgendwann in 10 Jahren in Brasilien wohnt, man kriegt 100% irgendwo eine Lutherbibel 1984. Und wenn sie im Internet ist. Und die Übersetzung ist ja immer die gleiche. Das ist vielleicht ein bisschen anders gesetzt und so weiter, aber der Wortlaut dürfte ja immer der gleiche sein, insbesondere wenn man einzelne Passagen nimmt, weil es ist ja die Übersetzung an sich. Und wenn man jetzt sagt, ich schreibe einen Algorithmus, dass jeder x-te Buchstabe aus dem y-ten Wort quasi in einem bestimmten Abschnitt, keine Ahnung, 12. Johannes-Evangelium, keine Ahnung, sozusagen mein Passwort ist, dann habe ich den Vorteil, ich muss mir das Passwort nicht merken. Merken ist immer schlecht, weil es mir selber auch schon passiert. Man hat ein tolles Passwort sich überlegt, man schreibt sich das nirgendwo hin, weil Sicherheitsgründe. Dann ist man 3 Wochen im Urlaub in Rumänien, man kommt zurück und denkt sich, fuck, ich habe keine Ahnung, ich habe mein Passwort komplett vergessen. Und das ist ja das Schöne an Kryptographie, es funktioniert dann auch wirklich nicht, die Daten sind dann auch weg, also wirklich weg, also so richtig weg. Und das ist dann sehr ärgerlich und deswegen fängt man irgendwann an, sich sinnvolle Sachen zu überlegen. Das ist ja auch das, was die Hacker mittlerweile auch erkannt haben.
Die stärkste Kryptografie bringt nichts, wenn die Leute es nicht nutzen, weil die Hemmschwelle zu hoch ist. Und wenn die Leute dann irgendwann merken, nach einem halben Jahr, ich habe jetzt irgendwie Daten verloren, ich habe jetzt irgendwie mein Passwort andauernd geändert, ich kann mich nirgendwo mehr einloggen, weil ich so viele Passwörter habe, bringt ja auch nichts. Dann hast du ja das Internet auch nicht sicherer gemacht. Im Gegenteil, dann neigen die Leute erst recht dazu zu sagen, mein Passwort ist überall mein Geburtsdatum, weil das kann ich mir merken. Genau, und in dem letzten Beispiel habe ich halt geschrieben, wenn ich mir jetzt diesen Algorithmus, also quasi das X, das Y und den Abschnitt irgendwo hin tätowieren lassen würde, dann könnte ich mich auch in 10 oder 100 Jahren immer noch daran erinnern. Und wie gesagt, dass ich nur die Bibel von 1984 finde, ist wahrscheinlich in jedem Land der Welt irgendwo möglich. Um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, man merkt halt daran, Verschlüsselung ist an sich ein ganz hervorragender Schutz gegen bestimmte Sachen. Beispielsweise ist Verschlüsselung schon allein dafür gut, du hast dein Laptop dabei oder ein mobiles Endgerät, es wird geklaut. Bei einer Veranstaltung wie dieser hier zum Beispiel. Oder verlierst es auf dem Fahrrad oder in der Uni lässt es stehen, in der Mensa ist danach weg und so weiter. Der Schaden, der entsteht, wenn der Laptop halt an ist und unverschlüsselt, der ist echt hoch. Weil viele Leute das Ding anmachen und sich denken, entweder wollen sie trollen oder halt irgendwie gucken, was sie ausnutzen können, ob irgendwo noch Kreditkarten und so weiter Daten sind. Und auch der psychische Schaden, der dabei entsteht. Du musst irgendwie alle deine Passwörter ändern. Du wirst ja auch paranoid, du weißt ja auch gar nicht, wo habe ich denn mein Passwort schon geändert, wo nicht. Wer hat denn bei sich im Kopf ein Register von all seinen Accounts, wo er weiß, wo bin ich denn noch eingeloggt und so weiter und so fort. Also sein Handy und sein Laptop zu verschlüsseln, einfach nur deswegen, dass man im Fall eines Diebstahls irgendwie zwar einen finanziellen Verlust hat, aber eben keinen Identitätsverlust. Allein schon deswegen ist es ein riesengroßartiges Ding. Aber zu denken, mit Verschlüsselung XY und mit dem und dem Programm, wenn ich jetzt TrueCrypt benutze, dann kann ich irgendwie alles machen und niemand verfolgt mich, ist halt auch zu kurz gedacht. Und das muss man halt auch an der Stelle mal sagen. Nicht um die Leute zu warnen, ich habe ja an sich nichts dagegen, dass, sag ich mal, irgendwelche Strafverfolgungsbehörden schwer Straffällige verfolgen. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Aber es geht ja, wie gesagt, eher nicht so um das Klientel in Deutschland, sondern es geht ja auch darum, dass man sich vor Augen führen muss, dass es diese Leute, die sich darüber Gedanken machen müssen, halt schon gibt. Und dass es nicht ganz unwichtig ist, so ein bisschen Kreativität zu haben, wie man damit umgehen kann, weil so richtig die Gläubigkeit an wir lassen den Geheimdienst mal machen und wir lassen den Staat mal machen, scheint ja sowohl in den USA als auch in Deutschland gerade nicht so da zu sein. Die Debatte geht ja eher Richtung, ist das euer Ernst sozusagen. Genau, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn Fragen bestehen, gerne sofort. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Zeit haben oder ja, dann könnt ihr jetzt gleich fragen. Keine Fragen? Also vielen Dank von mir erstmal für den Vortrag. Was ich vielleicht noch fragen wollte, inwieweit siehst du jetzt eine Möglichkeit, solche Zwei-Faktor-Authentifizierung, vielleicht auch schon im Bootvorgang, ich habe bisher noch nichts diesbezüglich gesehen, in irgendeiner Form zu nutzen, vielleicht auch irgendwas gehosteten, was man dann selber wieder aktiviert. Google macht das in seinen Chromebooks tatsächlich. Es hat natürlich einen entscheidenden Nachteil, das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. Das bedeutet faktisch, du kannst dich an deiner Kiste nicht anmelden, wenn du kein Internet hast. Das ist zwar ein Sicherheitsgewinn in jedem Fall, aber es bedeutet eben auch verdammt nochmal, dass du dich an deiner Kiste nicht anmelden kannst, wenn du kein Internet hast. Und so weit ist dann der Ausbau trotzdem nicht. Und es ist manchmal extrem nervig, zum Beispiel im Zug von Halle nach Leipzig oder so, wo sowieso kein Netz Internet hat. Ist die Frage, ob es einem das wert ist. So. Es gibt aber da auf jeden Fall, sag ich mal, auch andere Systeme, das machen so große Firmen, wie zum Beispiel SAP oder auch IBM. Man hat dann quasi so Timecodes, die halt analog funktionieren. Der wird dann immer zu einer bestimmten Zeit ein Code generiert und nur der Server weiß, welcher Code es sein sollte zu einer bestimmten Zeit. Auch da brauchst du Internet, aber zumindest wird da meistens so eine Zeit stattgegeben. Also da wird halt gesagt, du brauchst nur einmal in aller 12 Stunden und die restlichen Authentifizierungen gehen dann durch und so. Das ist dann vielleicht noch halbwegs praktikabel. Aber bei jedem Login explizit auf Internet angewiesen zu sein, stößt meistens die Nutzer nicht so freudig auf. Das ist dieselbe Diskussion wie, die Leute finden es auch nicht geil, wenn sie ein Spiel kaufen und die müssen immer beim Start des Spieles online sein. So, da gibt's auch Riesenproteste dagegen und das kann ich auch verstehen. Und ähnlich ist es halt mit dem Anmelden. Das würde, glaube ich, vielen Leuten widerstreben. Ja, gut.
Gut, haben wir jetzt noch was danach eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Krypto war's. Okay, dann ich weiß nicht, an wen ich übergebe, aber danach kommt auf jeden Fall Krypto Wars. Vielen Dank.